Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir weitere Eilzugwagen aus von Rocco einmal die 44550. Dann nochmal die 44552, die 44554 und die 44556. Das sind vier Artikelnummern, also vier Wagen oder mehr, keine Ahnung. Lass mich auch überraschen, was da jetzt halt alles im Paket drin ist. Wir hatten schon mal ein Unboxing-Video von einem Halb-Speisewagen von Eilzugwagen. Das war von der Gruppe 36? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall von der Gruppe 30, die Eilzugwagen. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Artikelnummer nicht so ganz mit dem Inhalt übereinstimmt. Mein Gott. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Okay. Also hier als erstes zum Vorschein gekommen ist ein AB-Wagen. Das ist ein ABYSE630, ein AB-Wagen, ein Eilzugwagen. Ja, wo man noch etwas zurüsten muss, sehe ich da gerade. Hier sind Zurüstteile von dem Wagen. Noch mehr und packe ich das schon mal aus. Nichtraucher. Und die Schilder hier. Die Zuglaufschilder muss man auch noch montieren. Ja. Also wir werden das ja wahrscheinlich nicht machen. Wir eh wieder Sachen kaputt machen. Dachlüfter fehlen. Nein. So. Hier die Griffstangen fehlen. Ja, sonst ein ganz normaler Zugwagen. Ja, machen wir doch gleich weiter mit den anderen. So. Die Wagen wurden 1930 bis 1932 entwickelt und sind bei der DB noch bis in die 70er Jahre gefahren. Also
Hier die Zurüstteile, keine Ahnung, was das alles ist. Das sieht auf jeden Fall nach viel Arbeit aus. Das ist jetzt ein reiner A-Wagen. Ein AYSE 604. So wie es ausschaut. Auch hier fehlen die Dachaufsätze. Alle Wagen haben eine Kurzkupplungskulisse. Also Kupplungsschacht, man kann Kupplung wechseln, tauschen. Ja. So. Das war jetzt der A-Wagen. Dann bleiben nur noch zwei übrig. So, das ist ein Gepäckwagen. Ein DYE 973. Wie ich sehe, ist schon gleich ein Puffer abgegangen. Das sind die Zurüstteile. Gibt es zwei Backerl von. Etwas aufpassen wegen den Puffern hier. Die sind da wahrscheinlich nur dran gesteckt. Da fehlt er. So, sitzt wieder. Ja. So. Ah, gerade gesehen, wir haben diesen Gepäckwagen schon mal. Ich weiß nicht, ob es genau der ist, aber er sieht relativ gleich aus, sehe ich von der Ferne. Da haben wir schon mal unsere Wagen, unsere Einheitswagen, die wir schon hatten, mal auf die Gleise gestellt. Und da sehe ich, wir haben schon einen Gepäckwagen. Was genauso aussieht wie er. So, und das ist jetzt halt ein reiner B-Wagen. Zweite Klasse. Wieder ein richtig großes Zurüst-Pack. Bei keinem der gerade ausgepackten Wagen ist das Zuglaufsschild drauf. Was zum einen gut ist, man kann sich etwas variieren, aber wenn man da jetzt halt nicht groß rumfummeln möchte am Wagen, dann steht da nichts dran, dann, ja, weiß ich nicht. So. Hier fehlen wieder die Griffstangen. Noch hier sind viele Löcher zu stopfen. Ja. Ich glaube, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sehr wahrscheinlich werden die. Das letzte Unboxing und mit dem einen Eilzugwagen und die jetzt hat in einem Fahrvideo gemacht werden, weil das bildet dann einen ganzen Zug. Sehen sehr schön aus, die Wagen.
Ich hoffe, sie laufen auch so gut, wie sie ausschauen. Ja, dann noch schöne Sommer, einen schönen Sommer und auf Wiederschauen. Ciao.